Hey zusammen, herzlich willkommen zum Motoblog. Wir haben Dezember in Deutschland, es ist kalt, es ist nass und die Mopeds haben eigentlich ja, weitestgehend Winterpause. Ich musste meine Maschine jetzt wieder auspacken, weil, nachdem ich ganz stolz erzählt habe, dass ich die Maschine winterfertig gemacht habe, wurde ich darauf angesprochen, dass ja hier TÜV fällig sei. Kurzerhand habe ich die Maschine wieder ausgepult und darum wollen wir uns dann heute kümmern. Das hässliche Mysterium TÜV. Was das ist, wofür das nötig ist, ob man das braucht und ob das Ganze dann sinnvoll ist, darüber wollen wir uns heute mal ein paar Gedanken machen. Starten wollen wir in dem Moment mit der Frage, was ist eigentlich TÜV? Los geht's! Als technischer Überwachungsverein werden eingetragene Vereine bezeichnet, die als technische Prüforganisationen die durch staatliche Gesetze oder Anordnungen vorgeschriebene Sicherheitskontrollen durchführen. Uaha. Geht noch weiter. Deren bekannteste ist die Hauptuntersuchung für Kraftfahrzeuge, die umgangssprachlich ebenfalls TÜV genannt wird. Ne? Ich muss zum TÜV, weil ich brauche TÜV, da kriege ich TÜV. Einen Schritt weiter in der Materie sehen wir, dass seit dem 1. Dezember 1951 die Hauptuntersuchung in Deutschland für Kraftfahrzeuge vorgeschrieben ist. Die Hauptuntersuchung, also umgangssprachlicher TÜV genannt, soll die Vorschriftsmäßigkeit und die Umweltverträglichkeit von Verkehrsmitteln sicherstellen. Man will also sicherstellen, dass keine verkehrsuntauglichen Fahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen. Hierzu gibt es gesetzliche Regelungen, die diese technischen Untersuchungen in regelmäßigen zeitlichen Abständen festlegen. Verkehrsmittel werden unterteilt in individueller Verkehr, öffentlicher Verkehr, Baumaschinen, Einsatzfahrzeuge und Luftfahrzeuge. Für uns heute interessant ist der individuelle Verkehr, denn der beinhaltet die Motorräder. Organisationen in Deutschland, die die Hauptuntersuchung durchführen, sind beispielsweise die DEKRA, die Gesellschaft für technische Überwachung, die Kraftfahrzeugüberwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger Menschenskinder, der TÜV Nord oder auch der TÜV Süd. Die Grundlage gibt § 29 der Straßenverkehrszulassungsordnung, Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger. Darin steht, dass die Halter von zulassungspflichtigen Fahrzeugen ihre Fahrzeuge auf ihre Kosten in regelmäßigen Zeitabständen untersuchen lassen müssen. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen und Fahrzeuge der Bundeswehr und der Bundespolizei. Über die Untersuchung der Fahrzeuge der Feuerwehr und Katastrophenschutz entscheiden die zuständigen obersten Landesbehörden im Einzelfall oder halt allgemein. Die Untersuchungsintervalle sind unterschiedlich und auch in § 29 StVO geregelt. Für uns ist jetzt interessant, Motorräder müssen alle 24 Monate die Hufe richten lassen. Pkw beispielsweise haben ihren ersten Check nach 3 Jahren und dann auch alle 24 Monate. Wenn der HU-Termin bei Maschinen mit Saisonkennzeichen außerhalb des Betriebszeitraums liegt, ist die HU im ersten Monat des Betriebszeitraums durchzuführen. Der Termin für die nächste Hauptuntersuchung steht im Fahrzeugschein. Außerdem kann die Fälligkeit an der runden Prüfplakette auf dem Nummernschild abgelesen werden. Die Zahl in der Mitte der Plakette gibt das Jahr für die nächste Hauptuntersuchung an. Die senkrecht nach oben stehende Zahl, also auf 12 Uhr des Zahlenrings, den Monat. Bei abgemeldeten Fahrzeugen ist der Termin in der Abmeldebescheinigung oder dem letzten Untersuchungsbericht zu erkennen. Also TÜV-Zettelbescheinigung. Lasse ich mein Moped nicht fristgerecht durchsehen, wird das mit einem Bußgeld belegt. Diese Tabelle bietet hier jetzt mal einen kleinen Überblick. Wird die Frist der HU um 2 bis 4 Monate überzogen, kostet das tatsächlich schon 15 Euro. Sind wir 4 bis 8 Monate drüber, 25 Euro. Bei mehr als 8 Monaten kostet das 60 Euro und gibt auch zu einem Punkt. Untersuchungsumfang und Ablauf sind in der Richtlinie über die Durchführung der Hauptuntersuchungen und der Beurteilung der dabei festgestellten Mängel an Fahrzeugen genau festgelegt. Das Verkehrsblatt macht überhaupt keinen Spaß. Willst du es dir trotzdem ansehen, findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Der TÜVer prüft unter anderem die Ausrüstung, die Beleuchtungseinrichtungen, die Bremsanlage, Bereifung und Räder, Fahrgestell und Karosserie, Abgas- und Geräuschverhalten der Auspuffanlage, Lenkanlage und Leichtgängigkeit sowie Spiel und Funktion. Daran schließt sich dann noch die Abgasuntersuchung an. Dabei wird die Maschine
bei laufendem Motor an eine Sonde gehängt. Diese misst dann die Emissionen, also das, was dein Motorrad hinten ausstößt. Ist das Moped angemeldet, steckst du den Fahrzeugschein ein. Ist das Moped nicht angemeldet, benötigst du den Fahrzeugbrief und falls vorhanden die Zulassungsbescheinigung Teil 1. Und vielleicht einen Anhänger, auf dem du die Maschine dann halt zum TÜV bringst. Dazu eventuell die Papiere von Anbauteilen, wie zum Beispiel Sonderräder, Tieferlegungsfedern, Lenker, sofern diese nicht halt in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind. Die TÜV-Gebühren weichen von Bundesland zu Bundesland etwas ab. Im Normalfall kostet der TÜV für Motorräder mit Abgasuntersuchung und Hauptuntersuchung zwischen 40 und 65 Euro. Hat deine Rakete die Prüfung erfolgreich absolviert, wird auf dem Nummernschild eine neue Plakette aufgeklebt und du knatterst dann da entspannt vom Hof. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass festgestellte Mängel beseitigt werden und der Hobel innerhalb von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung wieder vorgeführt werden muss. Falls dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, zählt der nächste Werktag. Eine Verlängerung gibt es nicht. Puh, na das hat ja Spaß gemacht. Als nächstes habe ich jetzt hier so eine Checkliste vom TÜV Nord. Nachdem können wir die Maschine jetzt auf TÜV-Tauglichkeit, glaube ich, heißt es, prüfen. Wir gehen das Ganze einfach mal von oben nach unten durch. Das sind insgesamt 3 Seiten. Wir schauen uns mal an, indem es als erstes heißt, haben Sie Ihren Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und gegebenenfalls weitere Unterlagen griffbereit. Das heißt, Reifenfreigabe, Schein, allgemeine Betriebserlaubnis, ABE für irgendwelche Spiegel oder besondere Griffe oder sonst irgendwas ist hier nicht nötig, weil Griffe und Hebel sind original und die Spiegel auch. Die sehen jetzt, die sind eingeklappt. Aber ansonsten original. Fällt soweit weg und ja, Fahrzeugschein habe ich. Das Fabrikschild ist vorhanden und die Fahrzeugidentifikationsnummer am Fahrzeug stimmt tatsächlich auch mit den Papieren überein. Das habe ich schon geprüft, werden wir jetzt nicht zusammen noch machen, weil nö. Die Rückspiegel sind intakt und sicher befestigt. Intakt heißt ja in diesem Moment erstmal, sie sind... Oh, es fällt runter. Intakt heißt, die Spiegelflächen sind heile, fallen nicht raus, sind in Ordnung und das Spiegelgehäuse marschiert auch nicht nach unten, wenn wir es anfassen. Dann haben wir schon den nächsten Punkt abgehakt. Der nächste Punkt fragt jetzt, ob Tacho und Lenkradschloss funktionieren. Dazu bocken wir die Bude erstmal ab. Jawohl, um das Lenkradschloss zu prüfen, schlage ich den Lenker mal nach links ein und schließe ab. Jetzt mit abgeschlossen. Einem Zündschloss darf der Lenker sich nicht mehr bewegen lassen. Das tut er auch, wenn ich den Schlüssel reinstecke, das Lenkradschloss öffne. Dann funktioniert das Ganze wieder. Den Tacho prüfen wir nicht weiter. Ich schalte jetzt bloß mal die Zündung ein und dabei sehen wir, dass der Drehzahlmesser ausschlägt und das Display hier auch funktioniert. Auf weitere Anzeigen gehen wir dann später nochmal ein, wenn wir die Elektrik prüfen. Nächster Punkt, ist das Kennzeichen gut lesbar, unbeschädigt und sicher befestigt? Unbeschädigt, sicher befestigt und gut lesbar. Ist es auf jeden Fall, es ist fest, es fällt nicht ab, 2 dicke Schrauben halten das Gerät. Hier haben wir nochmal die TÜV-Plakette, die mir sagt, ich darf jetzt so langsam mal auf die Idee kommen, da hinzufahren. Hier ist ein Loch drin, warum das da drin ist, verrate ich nicht. Nächster Punkt. Sind die Leuchtengehäuse und Rückstrahler unbeschädigt? Ja, das ist das Gehäuse vom Rücklicht. Das ist heile, das ist fest, das fällt nicht raus. Das ist in Ordnung. Auf der anderen Seite haben wir hier ein Stück tiefer den Rückstrahler, der Reflektor. Ganz hübsch, heile. Ein Stück weiter vorne haben wir an dieser Maschine hier unten eingelassen den Blinker. Wenn der Blinker außerhalb ist, dann nochmal schauen, dass er nicht abfällt, wenn du ihn anfasst. Und hier vorne das Scheinwerfergehäuse. Die beiden sind heile und da fällt nichts ab. Funktionieren die Leuchten und Kontrollleuchten? Sind Reflektoren der Scheinwerfer in Ordnung und nicht oxidiert? Leuchten alle Lampen hell, gleichmäßig, stark und ohne zu flackern? Und ist die, sind die Bremslichtschalter richtig eingestellt? Das nehmen wir jetzt alles zusammen. Wir gucken im ersten Moment jetzt, ob hier vorne, bupp, jawohl, alles schön bunt ist und leuchtet. Wir haben hier
die Neutralstellung, die angezeigt wird. Hier haben wir einen niedrigen Ölstand. Dann gehen wir ganz schnell mal auf den Blinker links und rechts ein. Das ist in diesem Fall beides dieselbe Laterne. Und Fernlicht müssten wir jetzt die Maschine starten. Das möchte ich nicht machen. Wenn ich dann den Fernlichthebel ziehe, dann würde da vorne auch die entsprechende Laterne aufleuchten. Wir gehen jetzt mal hier links rum und prüfen den Blinker in dem Moment vorne und jawohl, hinten. Wenn ich jetzt auf der rechten Seite einmal vorbeischaue, schupp, blinkt auch alles ganz entspannt. Ist die Batterie in einem guten Zustand und ausreichend befestigt? Überspringen, weil die Batterie befindet sich da mittendrin. Ich möchte die Maschine jetzt nicht zerlegen, um das vorzuführen. Ich weiß, dass die Batterie in Ordnung ist und deswegen springen wir auch schon wieder zum nächsten Punkt. Funktioniert die Hupe? Nö. Knopf drücken. Jawollo. Dann möchte die Checkliste von mir wissen, ob die elektrischen Anschlüsse fest und nicht oxidiert sind. Ja, sind sie. Das weiß ich. Sind die elektrischen Leitungen scheuerfrei verlegt und unbeschädigt? Kann man auf jeden Fall nochmal einen Blick drauf werfen, wenn man das nicht ohnehin regelmäßig tut. Man hat ja an Maschinen so einiges an Leitungen. Hier sind es in dem Fall elektrische Leitungen. Hier habe ich den Bautenzug von der Kupplung. Hier kann sich immer noch mal was bewegen, auch da unten drin. Man sollte regelmäßig einen Blick auf seine Maschine haben, um Beschädigungen vorzubeugen oder im schlimmsten Fall einen Ausfall oder sogar einen Unfall. Der letzte Punkt auf der ersten Seite fragt uns jetzt, sind die in den Fahrzeugdokumenten vorgeschriebenen Zündkerzen und Zündkerzenstecker montiert? Ja, Erstausrüster, davon gehen wir mal aus. Dann können wir tatsächlich schon auf Seite 2 springen. Lenkung. Ist die Lenkung frei, leichtgängig und ohne Rastpunkte? Ist der Lenker sicher befestigt und unbeschädigt? Und sind die Lenkergriffe fest? Dazu schwingen wir uns erstmal rauf auf den Hobel. Jupp. Okay, ich kann hier ganz entspannt links bis rechts einschlagen. Ich habe keinen Rastpunkt. Und das ganze Gerät ist fest. Ich habe hier in der letzten Zeit nichts verändert und mir ist auch nicht aufgefallen, dass sich irgendwas gelöst hat. In dem Moment können wir diesen Punkt abhaken. Der nächste Punkt auf unserer Liste behandelt die Bremsen. In dem Moment wollen wir wissen, ob die Hebel in Ordnung sind, ob die Leitungen in Ordnung sind, haben wir ausreichend Flüssigkeit drauf, ist sie nicht zu alt. Sowas sollte man aber wissen. Zum Beispiel beim Service wird das Ding regelmäßig gewechselt und wenn ich weiß, auf meinem letzten Servicebericht steht drauf, dass die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde, muss ich mir darum gar keine Sorgen machen. Wir haben hier unten dann noch die Vorderradbremse, hier die Scheibe und die Klötze in den Zangen. Macht ihr ein bisschen Licht, zum Beispiel durch eine Taschenlampe oder dein Handy, dann kannst du sehen, wie die Klötze aussehen oder ob die Belege halt runter sind. Das Ganze haben wir auf der Hinterachse auch nochmal. Genau, das war ich. Die Scheibe und hier oben die Belege. Räder und Reifen in Punkt 5. Sind die Dinger unbeschädigt und sind die Reifen noch in Ordnung, nicht zu alt? Wir haben in der Lauffläche so Profilindikatoren, an denen du ablesen kannst, ob noch genug Profil vorhanden ist. Du solltest mindestens 2 mm Profil noch auf deinen Reifen haben. Ansonsten empfiehlt es sich dringend, das Gerät zu tauschen. Du kannst das messen, indem du eine Euromünze ins Profil steckst oder zum Beispiel ein Lineal oder ähnliches. Wenn du dir die Reifen genau ansehen möchtest, bockst du die Karre zum Beispiel durch so einen Montageständer auf, drehst das Rad und schaust dir an, ob du irgendwo Fremdkörper findest oder irgendwas, das nicht in Ordnung aussieht. Das kannst du vorne und hinten tun. Wenn du nichts Schwerwiegendes findest oder nichts, das dich irgendwie beunruhigt, können wir den Punkt auch schon wieder abhaken. Wenn wir schon hier unten sind, schauen wir noch kurz auf den Antriebsstrang. Das vordere Ritzel ist hier verdeckt, um das kontrollieren zu können, müsste ich es abschrauben. Das will ich jetzt aber nicht. Andererseits könnte ich hier mein Handy reinhalten und eine Taschenlampe oder ein Foto mit Blitz machen. Dann kann ich auch sehen, wie es da drin aussieht. Dann ein Blick auf die Kette und auf das hintere Ritzel. Wenn ich da keinen groben Verschleiß feststelle, hake ich diesen Teil für mich auch wieder ab.
eine Tatsache, die gerne beanstandet wird, sind die hinteren Fußrasten. Es gibt ja Kollegen, die meinen, sie fahren ohnehin alleine und schrauben dann die Fußrasten ab. Die müssen tatsächlich ausgetragen werden, wenn du ohne fahren willst. Fährst du zum TÜV, hast sie abgeschraubt und das Ding ist ein Zweisitzer, wie die ZX6R in meinem Fall, müssen die Dinger vorhanden sein, ansonsten gibt es keine Plakette. Klingt komisch, ist aber so. Der letzte Punkt fragt uns dann, ob der Auspuff dicht und richtig befestigt ist und dann ist das Motorrad merklich zu laut. Ja, gerne. Darf es beim TÜV aber nicht sein. Wenn dein Auspuff einen dB-Heater oder dB-Killer oder nenn die Kiste, wie du möchtest, besitzt, sollte sie auf jeden Fall darin vorhanden sein. Fehlt die Bude, erlischt die Betriebserlaubnis und du darfst damit nicht fahren. Du darfst damit auch nicht mehr nach Hause fahren. Ja, und damit haben wir das Ganze dann auch schon. Wenn du zum TÜV fährst, mach deine Maschine vorher noch mal ein bisschen sauber. Ich meine keine Grundreinigung, sondern bloß ein bisschen überputzen, denn saubere Maschinen machen einen gepflegten Eindruck und ja, auch für dich ist es angenehmer, denke ich. Außerdem, wer putzt, der sieht. Machst du deine Bude sauber, findest du gegebenenfalls nochmal Mängel. Bei vielen TÜV-Stationen kannst du einen Termin vereinbaren, das geht meist telefonisch oder online. Ja, verhindert einfach Wartezeiten. Im schlimmsten Fall hast du nachher dummerweise 10 Mann vor dir und stehst dann da dreiviertel Stunde, bis du an die Reihe, bis du dran bist, meine ich damit. Bei der Werkstatt deines Vertrauens kannst du im Rahmen einer Jahresinspektion oder zusammen mit dem Service die TÜV-Prüfung durchführen lassen. Ich gehe davon aus, dass jeder größere Moped-Dealer auch TÜV-Prüfungen durchführt. Ja, war ganz schön viel Theorie dieses Mal, oder? Nächstes Mal machen wir wieder was anderes. Mal gucken, worauf das Ganze hinausläuft. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es war für dich ein bisschen informativ. Wenn es dir was gebracht hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast und aktiviere die Glocke, um Notification für zukünftige Uploads zu bekommen. Und ja, dann denke ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Deuces!